Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario Galaxy 2 mit Brinny und wir gehen mal hier in die Übersichtskarte. Hui! Gibt's hier noch was zu tun? Nein, nein. Übersichtsmäßig. Okay. Ich habe keinen Plan mehr. Checken wir mal die neuen Sachen hier aus, würde ich mal sagen, oder? Mal ein paar neue Sachen auschecken. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Da fehlt noch was. Bei der Bröselbrock-Galaxie. Also schauen wir uns die mal an, ne? Die Bröselbrock-Galaxie. Rollodilo auf Kollisionskurs. Das klingt wie so ein Pokémon. Rollodilo. Oh, da gibt es einen neuen Pilz. Mal schauen, was mit dem abgeht. Ich glaube, ich habe mal so ein Bild auf Haylols gesehen, wo eben Mario so wie Geowatz aussieht. Und ich glaube, das ist dann mit diesem Pilz wohl. Also gut, wie kommen wir da ran? Das ist die Frage. So nicht. Ist da oben ein Schalter drauf? Ist da oben ein Schalter? Anscheinend auch nicht. Wie könnten wir da rankommen? Indem wir einfach alle Gegner hauen. Okay, das war fast abzusehen. Okay, was geht nun? Du wirst zu Felsen, Mario. Schüttel die Wii-Verbindung, um über deine Gegner zu rollen. Ah, I see. Okay. Cool, das ist ja relativ simpel. So, was könnten wir mit das Verrücktes tun? Ich würde mal sagen, wir hauen diesen Ding da weg. Yeah, cool. Was geht da jetzt? Ah, Kometenmünze und so. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Ah ja. Man kann wirklich alles machen. Und hier kann man bowlen. Coole Idee. Witzig. Und eine Rampe. Witzig. Aber sieht ein bisschen aus wie Geowatz damit, wenn er so rollt, oder? Ganz ehrlich. Bam. Und man verliert die Power wahrscheinlich genau wie das Wolken-Mario-Ding, wenn ich nass werde oder getroffen werde. Habe ich beides nicht vor. Nass werden sieht hier eh relativ schwer aus. Ich gehe davon aus, dass ich wieder alle Gegner umhauen muss. Hier, damit das Ding hier aufgeht. Na, kann man hinter mich? Wie sieht's aus? Oh, Kurve. Na gut, Mario ist relativ schwer zu steuern oder relativ träge. Oh, und ich reiß die Barrikaden ein, sehe ich gerade, wenn ich da dagegen fahre. Nein! Boah, es war knapp. Okay, dann vielleicht doch. Ah, da ist noch einer. Yep, das war's. Einfach alle Viecher hauen und dann kommen wir da weiter. Und hindurch! Bonk. Oh, mir geht die Batterie alle. Noch tut's das, würde ich mal sagen. Also, hör auf mich zu demotivieren, Wii. Meine Batterien sind noch super toll. Und nur weil du mich triffst, du böser Oktogumba, werde ich es nicht zurückweichen. Was sagst du mir? Wenn es knapp wird, schieß einfach eine Stelle auf schlimmere Punkte am Boden. Münzen. Okay. Da bekomme ich wahrscheinlich wieder Münzen. Hui, bonk. Toll. Fetzig. Gut zu wissen. Muss ich jetzt da die Dinger zerstören? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, es ist... Das habe ich nicht kommen sehen. Aber... Vielleicht muss ich die ja zerstören. Also, was geht denn ab? Was sagst du mir denn? Sag mir was. Ich schau hier klar, als ob ich hier was zu finden wäre. Schau mal nach, was gibt es zu finden? Ah, I see. Dann würfeln wir halt mal, ne? Cool, ich habe ein Leben gewürfelt.
Ich habe 2 Leben gewürfelt, das ist doch noch viel cooler. Und die Münzen verschwinden leider alle. Na, grad. Na gut, hab nicht alle erwischt, aber einen großen Batzen und das war schon okay. Da drüben habe ich einen Stern. Sternkatapultdingens gesehen, das heißt, das hole ich mir jetzt. Um zu schauen, wo es dann hingeht. Nach oben. Ah, da verkauft einer Pilze. Wenn ich genug Kohle habe, nehme ich mir so ein. Nee, komm. Wir machen den Boss ohne. Da geht's bestimmt zum Boss jetzt, oder? Natürlich, aber dann sieht's schon so aus. Bumps. Und jetzt kommt wahrscheinlich Armadillo. Wie hieß es? Armadillo? Oh, wie putzig. Der sieht ja niedlich aus. Ich muss den rammen. Jupp. Oh, guck mal, wie süß er aussieht. So. Ja, I'm gonna om-nom-nom on you. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er ist ja süß, aber er macht ganz schön Aua. Ah. Ah. Gott, knappe Sache. Aber wir hauen einfach nochmal auf den Allerwertesten. Und rennen vor ihm einfach weg. Du kriegst mich niemals leben. Oh mein Gott, ist der schnell. Hui. Aha. Batz. Okay, 3 Treffer reichen nicht. Das ist jetzt ungewöhnlich. Normalerweise sind ja so 3 Treffer so Schlüsselzahl bei Videospielen. Wobei es bei Mario oft auch 6 Treffer sind. Okay, es waren 4. Total random, aber egal. Hey, das Haar sieht ganz fluffig aus. Bam, da geht er hin, der arme Kleine. Und hinterlässt uns einen Stern. Das finde ich doch mal gut. I approve. Und den haben wir. Und yippie! Wir freuen uns über einen weiteren Stern, den wir erhalten haben. Rollodillo war es, nicht Armadillo. Habe ich einen Grafikbug, weil es so schwarz im Hintergrund ist? Oh, du hast ein Felsen mitgebracht. Klasse, du hast es drauf. Verarscht er mich? Ganz unter uns. Ich frage mich ernsthaft, wofür diesen ganzen Krempel hier sammeln. Ja, ich frage es mich auch. Das steht hier halt rum. Wenn es dekorativ sein soll, meinetwegen, aber. I don't know. I don't approve. So, wir holen uns hier. Cursor? Cursor da. Wir holen uns erstmal hier ein bisschen Zeug und würfeln eine Runde. Hier irgendwo noch Würfel. Komm schon. Yeah, Leben. Und dann zahlen wir noch ein. Einzahlen kann nämlich was. Irgendwo hier. Hier. Nein, nicht bei dir. Du bist ein Idiot. Hier. Lagertoad. Ja, komm, Vermietung. Ich lagere ein. Ich lagere ein. Wow, ich habe 3 Sternteile bekommen. Ich möchte zugreifen. Ja, ich möchte zu... Ich möchte... Einlagern. Okay. Und du bist der Brieftoad. Was willst du denn von mir? Okay. Ich gehe jetzt auf die Weltkarte und dann wechsle ich meine Batterien und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Bye bye.